Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Final Fantasy 2. Ne? Fifi, genau. So. Und im letzten Part haben wir hier so eine coole Schildkröte platt gemacht und die hat Adamantai und da ist nichts. Aber da stand nämlich vorne noch was. Und da stand nämlich. Der Wächter, der Glockenblume. Zack! Lass die Perle. Hello. Wow, Kampf! Okay, das sind billige Gegner, die kriegen wir. Oh, dicke Platte. Ja. Bam, 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 bam. Hui, bam, bu, bam, bu, 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 boom. Tja, hast du noch irgendwas Tolles zu berichten? Gibt's irgendwelche News in der Welt? Freilich, klar. Immer die News der Welt. Und zwar müssen wir jetzt erstmal. Ja, war ich schon mal. Geilo. Die Tafel müssen wir jetzt erstmal nochmal belesen. Dann haben wir die Mondglocke. Müssen wir danach halten. Wo müssen wir jetzt lang? Du sollst die Tafel gehen raus. Was? Mal die Tafel nochmal lesen. Ich kann die Tafel nicht nochmal lesen, das ist das Problem daran. Da hast du die Mondglocke jetzt eingesammelt. Da ist keine Mondglocke. Doch, du musstest die Tafel nochmal anklicken. Der Wächter, der war doch vorher dieser Tafel. Guck, da ist die Tafel. Ich klicke, nichts. Ja. Hä? Dann haben wir die schon erhalten. Guck mal, ob wir die Mondglocke haben. Haben wir auch nicht. Ring, Knüppluch, nee, Leder, Glocke. Oh. Cool. Ja, du bist ja echt. So, gut, jetzt haben wir dann die Glocke, genau, und mit dieser Glocke, jetzt gehen wir erstmal raus, zu Fuß, natürlich, weil Exit-Zauber funktioniert ja nicht. Echt nicht? Das probiere ich aus. Probier. Klappt's nichts, ne? Könnt ihr nicht warpen, eine Kraft hält euch auf. Ha! Billig. Ha! So eine Scheiße, ey. Geht durch die... Okay, alles klar, Leute, wir wissen jetzt wieder, wo wir lang müssen, wa? So. Ja. Dann gehen wir erstmal raus, da. Oh nein, wir müssen erst noch eine Runde kämpfen. Also Bescheid, wir müssen noch hier eine Runde leveln. Und rechts zur Treppe. Also wir müssen rechts zur Tür und dann rechts zur Treppe. Und wir werden schon, wir werden nochmal angegriffen. Okay, ist klar. Kein Ding. Da können wir aber einen kurzen Prozess machen. Das machen wir. Nachdem dieser, den wir noch bald sehen werden, das Zeitliche gesegnet hat, erschüttert ein Erdbeben die Höhle und ein herabrollender Felsbruch. Nicht. Nein, ich spoil nichts, das sehen wir jetzt. Naja, klar, nein, wir sehen es ja, das ist doch schon ein Spoiler. Naja, aber wie wird das umgesetzt, das sehen wir nicht, das kann ich nicht anders sehen. Also ein Felsbrocken droht die Party zu zerschmettern. Im letzten Moment jedoch wirft sich Joseph in die Bahn der Lawine und opfert somit sein Leben für euch. Das können wir eigentlich mal bei solchen Spielen, bei diesem Spiel zum Beispiel, mit reinpacken. Was? Dass wir dann immer am Ende einer Folge so eine Vorschau machen und das sehen Sie in der nächsten Folge. Ja, nächsten Folge. Genau, das können wir machen. Das machen wir am Ende. Oder wir machen dann so eine Moralpredigt, wie He-Man das früher gemacht hat, ja? Ja. So, was haben wir in diesem Part gelernt? Schildkröten sind schwach gegen Eis. Ja, merkt euch das, liebe Kinder. Weil wir wissen ja nicht, wie lange so ein Part geht, deswegen weiß ich nicht, wie lange ich vorlesen muss. Lieber. Euer LOMP Hunter. Das können wir wirklich mal machen, sowas Kick. Soll jetzt rechts und dann durch die Tür rechts. Das hast du jetzt schon mitgekriegt, ne? Ich bin in die Tür rechts, da war nix. Passt du überhaupt auf, wenn wir irgendwas machen? Hier, pass mal auf. Ja, das. Ja. Nee, geh ruhig raus hier. Du sollst raus aus der Tür. Okay. Raus da, Junge! Ich weiß nicht, ob die jetzt richtig gelaufen ist, aber keine Ahnung. Nee, bei mir ist der Frameskip hier, weißt du schon, das ist übel. Deswegen sehe ich nicht alles. Ach so, okay, ja. Ich hab hier nicht die flüssige Übersicht. Die Sacken der Übersicht. Bei mir ist das Klick. Alle Furz lang kriege ich mal ein Bild von dir. Alle Furze lang? Ja, Furz vor allem, Furz. Cool. Die magische Kraft des Furz. Da, guck. War richtig. Wir gehen immer höher. Da können wir den nächsten Gegner versuchen, ein bisschen mit Zaubern. Oh, guck mal, da ist noch eine Schuhe. Mit Zaubern zu besiegen. Kriegsaxt. Geil. Okay. Halt. Rüsten wir geil aus mit. Alter. Eine Gui. Oh nein, das macht fünf weniger. Das ist kacke. Was? Mach mir den Gui. Mach mir den Guppi. Mit den Gui. Okay. Tschuf, tschuf, tschuf. Kannst du mal was vom Treffen erzählen? Vom Treffen? Noch mehr erzählen?
Ich habe da schon ein bisschen davon erzählt gehabt. Ja. Also der Mario Kart Junior habe ich erzählt. Ja, wir haben nicht so viel jetzt gemacht. D-Force war wieder da. Ja, das war schön. Oh. Und wir werden angegriffen. Okay. Moment, ich muss mich jetzt konzentrieren. Nein! Keine Granaten! Aua! Ah. Die später heißen sie Bomber. Die Bomber. Jetzt habe ich ein SMS bekommen. Zwei SMS bekommen. Boah, die sind total wichtig. Komm, ich feuer die mal an, ne? Ach ne, der hat keine MP mehr, der Sack. Kann ich die alle angreifen? Nee. Kampf. Nein. Maquis. Blitz. Ist ja doch unsere Blitzmagierin ursprünglich gewesen, ne? Sollen wir mal gucken, was jetzt hier. Granate. Bam! He's down. Flucht. Granate starb. Nichts. Kein Effekt. Kein Effekt. So, jetzt hier. Granate. Boom. Kein Effekt. Oh Mann, Josef, du bist echt scheiße. Guy, du bist auch scheiße. Sag ich doch. Mit einem Schein. Granate! 18. Der Blitz hat dir irgendwie gar nichts gebracht. Nochmal Feuerchen. Und hier wieder Angriff. Ach scheiße, ja, Angriff, so. Hey, wir haben sie besiegt, geile Scheiße. Dong. Müsstest doch langsam sein. Benutzt du gerade das Mikrofon von deinem Laptop oder Headset-Mikrofon? Nö, Headset. Warum? Das kann nicht sein. Du benutzt das eindeutig von deinem Laptop, weil wenn du jetzt was auf der Tastatur tippst, das hört sich an, als ob du direkt auf mein Trommelfell draufhaust. Nein, mach nicht. Oh, das sind beide an. Nee, stimmt. Vielleicht sind auch beide an. Nee, das geht nicht. Es kann bloß ein Mikrofon verwendet werden, außer du benutzt so eine Sachen wie SIO for All oder so. Was halt mit mehreren Soundkarten gleichzeitig umgehen kann, aber der Windows Sound kann nur mit einem Mikrofon umgehen. Nein, ich schwör bei Gott. Ich hab das Ding. Ich kann einmal rausziehen, hörst du mich noch? Wahrscheinlich, oder? Hörst du mich noch? Ah, nee, warte. Ja, ich höre dich noch. Ja. Immer noch? Ha, der verwendet ja gar nicht das Headset vom Dings. Siehst du, ich hab's schon ganz weg gemacht. Der tut jetzt das Headset quasi vom Dings. Ist ja krass. Ich hab's drinstecken und er verwendet es dann. Die Tricks, aber. Warte mal. Das war im Skype umstellen. Ah, nee, das machst du nachher, Ja, okay. Das erklärt doch, warum du ein bisschen anders klingst halt. Ja, stimmt. Gut, ja. Ach so, ich hätte jetzt hier oben lang gehen müssen, ne? Nee, ich war doch schon hier oben. Hey, ich komm nicht weiter. Ja, du musst raus. Ja, ich komm nicht weiter. Ich komm nicht weiter. Ich bin hier verkehrt abgebogen, wie es ausschaut. Ja, hab ich doch vor uns gesagt, du solltest rechts die Treppe rauf und dann rechts durch die Tür. Hast du nicht gemacht? Klar, da war keine Tür rechts. Da war eine rechts eine Tür. Ich war jetzt da oben, da war jetzt eine Sackgasse. So, jetzt gehe ich hier weiter mal. Ne? Ja, dann geh mal zurück zu dem Schild. Und dann gehen wir so, wie ich es gesagt habe. Und dann klappt es auch. Ich finde nie wieder zurück zu dem Schild in dem Labyrinth hier. Ja, Osten, du weißt doch, Osten, bei dem EG ist Schild und bei dem, oder was ist das Schild und der Rüstung, da war doch rechts eine Tür, oder gehst du rein und findest du den Schild. Da ist noch, da geht's jetzt eine Treppe runter, so, ja? Morning Speed, Alter, das ist schon wieder volle Sinnlos-Party, ey. Also jetzt hier, der nee, eigentlich eigentlich hier ist gut. Komm mir bekannt vor. Ja, siehst du. Das ist doch jetzt sinnlos, für Quatsch. Und das Final Fantasy 2, eines mit der schlechtesten FFs sind, weiß ich selber. Aber trotzdem werden wir der Sache strotzen und das Ding durchhalten. So ein bisschen eine Open World ist ja in Ordnung. Ja. Es hat auch gute Seiten, mein Gott. Tür? Story, jetzt geh ich durch die Tür, ja? Ja, geh mal durch. So, und hier ist leer. Nein. Das sind bloß ein paar Doppelköpfe. Doppelkopf. Nee, das solltest du ja auch nicht hin. Ich habe gesagt, du solltest zuerst wieder erstmal zu dem Schild. Warte doch mal ab. Das dauert mir so lange. Oh, Guy ist tot. Fuck. Na ja, komm, das ist egal. Das ist nur noch ein Gegner. Das war's nächste. Achso, was gewinnt. Was krieg ich? Was? Hast du nicht was gekriegt hier von denen? Mhm. Haben wir jetzt irgendwas zum Wiederbeleben hier drin? Nee. Fuck. Nee. Aber das Kreuz sieht irgendwie geil aus, ich weiß nicht. Aber irgendwie sieht es aus, als wenn da ein Pixelfehler ist. Da rechts, wenn du weißt, was das ist. Nee, das ist halt der Schatten. Ja, ich weiß, aber der Schatten, kleine Schatten. Ach, scheiße. Okay, scheiße, ich habe niemanden dabei, der Guy wiederbeleben könnte. Ach du Scheiße, du hast vielleicht noch ein Biss vor mir. Na gut, dann müssen wir das ja erstmal so hinnehmen.
Dann flink mal schnell zu dem Schild. Mein Gott, ey. Ich sag dir, wir waren die ganze Zeit schon auf dem richtigen Pfad, ey. Ach du Grimmel. Natürlich kann ich nicht flüchten, hier, ihr Arschgeigen. Du musst halt umbringen. Die waren noch loser. Ey, lad auf, hier rühren ablangen. Ja, ja, und das fällt dann aus. Alter, ist das ein Kackmist hier. Wir müssen durchhalten. Einmal falsch abgebogen, schon bis am Arsch. Aber das hat er ja, habe ich ja am Anfang des LPs schon gesagt. Einmal falsch abbiegen kann ja schon durchhalten. Das ist echt hässlich. Naja. So, jetzt muss ich wegen dir noch den ganzen Weg zurücklaufen, ey, weil du nicht weißt, wo wir sind. Ja, aber, was heißt, guck hier, bist du richtig, jetzt östlich. Ach so. Das ist aber westlich. Ja, richtig. Warum gehst du nach Westen? Ich bin auf der Suche nach deiner komischen Tür. Ja, deswegen sollst du ja erstmal zu dem Schild gehen. Bin ich doch gerade auf der Suche dahin. Das war östlich. Ich gehe jetzt zu dem fucking Schild und pass da. Ja, das ist östlich. Das Schild ist nicht östlich, das Schild ist östlich. Gleich hier. Jetzt warte doch endlich mal ab. Mann, du machst mich total kirre schon wieder. Junge. Junge! Wir sind nämlich durch die Tür, hier sind die Mooks. Genau. Und die durch den Geheimgang. So. Die können dich mal wiederbeleben, die Mooks. Meinst du, ob die das können? Nein, ich kann sie nicht. Ich hab gesagt, die könnten mal. Echt mal, können die mal machen? Ja, das die sind. Können, die können sich mal nützen. Das sind Biber. Biber. Two Biber are better than one. Two Biber. Du. So. Pass mal auf, da ist die dunkelblaue Tür und da hat das Schild, ne? So. Ja, genau, da geht's. So, pass auf. Pass auf, guckst du. Jetzt sind wir hier einmal komplett im Kreis gelaufen, den ganzen Part, wo wir schon mal am Anfang hier waren, ne? Ist egal, dass wir mal heute ein kleines bisschen überlegen. So, pass auf. Ja, fang schon mal an zu erzählen. Geht durch die rechte Tür nach oben und nach rechts zurück. So, warte. Und ihr werdet von... Hm. Nochmal ganz ruhig. So, jetzt, bitte. Geht nach... Ja? Jetzt geh mal rechts durch die Tür. Ich habe rechts noch keine Tür, ich muss erstmal die Treppe hoch. Achso, die Tür, ja, okay. Und dann, ja, die Tür, genau, die Gut, Tür. Durch. Und dann gibt's rechts eine Treppe. Ja. Und die benutzen wir. Die haben wir nämlich sonst nicht benutzt. Ja. Oh, unser Joseph muss mal wieder geheilt werden. Und nach Möglichkeit, wenn wir dann runtergegangen bevor wir da runtergehen, sollten wir uns nochmal aufladen. Ich kann mich nicht aufladen. Ich habe einen toten Typen du dabei. Musst du musst trotzdem dein letztes Zeug nehmen, weil da unten kommt der Boss. Oh, was? Jetzt noch ein Boss, ey? Ja, ich habe die ganze Zeit schon gesagt. Ich denke, die Schildkröte war der Boss. Nee, das war der Anfang vom Boss. Oh. Jetzt geht das richtig los. Leck mir am Arsch. Deswegen habe ich ja gesagt, scheiße, dass der tot ist. Na komm, das packen wir schon. Ich muss jetzt durchhalten. Das wird schon. Der kann nix. So, ich bin's runter, okay? Weiter? Ja, jetzt einfach weiter durchlaufen. Gibt es einen Weg. Aber genau hier wollte ich vornehmlich hin. Und da müsste dann was. Treppe runter oder Tür gehen? Ich weiß auch. Das wurde jetzt nicht mehr gesagt. Na toll. Das scheint eins ein Sackgasse zu sein. Geh mal durch die Tür. Nee, ich geh erstmal hier runter. Geh mal durch die Tür. Wer, ich bin dann hinter der Tür, ey. Boah, Mann, die dämlichen Arschlöcher geht mir voll auf den Sack, ey. So. Ich speichere jetzt vorher nicht, dass ich nicht mehr zurückkomme. Das ist eine Sackgasse. Gut, okay, dann. Hab ich doch gesagt. Die Türen sind ja alles Sackgasse. Ja, das wollte ich. Alle ja, okay, jetzt bin ich unten. Und du? Ja, sehr gut. Und jetzt, weiter. Hier muss irgendwann ein Typ auftauchen. Da waren wir schon mal, da ist eine Truhe offen gewesen. Also gehen wir mal in die andere Richtung. Ja. Oh mein Gott, ey. Ja, das wird noch oft passieren mit dem. Oh Gott. Vor allem alle 5 Schritte hier so ein Gegner, Alter. Ja, überleg dir das mal. Wenn du damals das Spiel gekauft hast. Und dann alles aber fein und riesig. Voll geil. Und dann kriegst du dann sowas. Der erste Teil, der war ja vielleicht nicht immer schlecht, aber der zweite. Boah, ey.
Er geht mir nicht so auf den Sack. Vor allem von dem Gilde kann ich mir noch nichts kaufen, ey. Hier ist eine Treppe. Ich wollte gerade sagen, am Ende sind wir Multimillionäre da draußen. So, jetzt bin ich wieder hier. Wo ist hier? Wo ich vorhin schon mal war. Wo ich dann zurückgerannt bin, weil du gesagt hast, geh nochmal zu den Dingen. Die lassen einfach immer deinen Typen da liegen. Die schleppen den Toten jetzt hier mit, ja? Ja, aber trotzdem, da muss ja langsam mal der Typ kommen. Ich hab keine Karte für den Ding. Ich auch nicht. Mann. Da ist eine Truhe. Da waren noch die Schilder und das Ding. War das nicht das hier? Nee, oder? Warte mal. Ich kann nicht jetzt Exit benutzen. Nee, oh, der hat keine MP mehr, Alter. Nein, ich hätte es auch nicht benutzen können, weil du musst, bevor du rauskommst, an dem Typen da vorbei. Und den Typen lassen sie sich bestimmt dann mit Exit planen. Also wenn ihr irgendwann mit dem Typen auftaucht, bist du richtig. Am Arsch. Und da warst du auch überall drin in den Türen, kannst du dich schon erinnern. Mhm. Ja gut, dann geh mal da weiter im Kreis, ich check mal die Lage. Ah ja, schöne Karte. Oh, da ist eine Tür. Geh jetzt mal durch die Tür. Oh, come on, Alter. Na, wieder eine Sackgasse jetzt zum Brechen. Oh, Mann. Nichts. Ah, sehr gut. Ich habe was gesehen. Alter, geht mir hier doch niemand hier auf den Sack, Junge. Machen wir einen coolen jetzt hier. Ich hatte nämlich die Okay, Uli, mal cool. Diese Lüge. Ich bleib cool. Bleib cool, Baby. Cool. Darko. Da muss doch irgendwo der Engel auch gewesen sein, oder? Ja, deswegen ja. Zum Beispiel, hier ist ein Durchgang. Da ist eine Tür. Cool bleiben, ganz cool bleiben. Speichern, ja. Ja. Jetzt bin ich wieder bei dem verkackten Murks, Alter. Komm. Aber ich hab hier was. Ich hole hier was und zwar Game Guide, war mal kleiner. Kotz. Entspannen Sie sich. Das ist wieder die Treppe. Alter, echt ohne Scheiß, du. Leute, es tut mir echt leid, wir sind einfach inkompetent. Inkompetent. Wir sind zu doof für das Spiel. Ist so. Ja, wie die Leute es früher geschafft haben, ich frage mich schon mal. Ich fange ja gleich echt an, wie früher eine Karte zu zeichnen, ey. Ja, aber du willst, ne? Hier gibt's einen Gang. Wo wir noch nicht waren. Das muss so ein Segen damals gewesen sein mit dem Automapping plötzlich, ja? Jawohl. Nee, wirklich. Das sollte auf jeden Fall so sein, ja. Na, ich bin wieder hier. Ich fange ja gleich an zu heulen. Gab's da was, wo du... Ja, ich hab bräuchten hier einen Fremdenführer. Cycler ist falsch. Ich hab zumindest schon mal gewisse Maps gefunden. Das ist schon mal viel wert. Brauchst du noch die richtige? Eine Map System. Nochmal safen, ja. So, die Treppe ging jetzt ja wohl eindeutig nach oben, ne? Ja. Aber wir müssen doch nach unten laufen, nicht nach oben, um rauszukommen, oder? Ja. Ich verstehe es nicht. Ich gehe jetzt hier einfach weiter, ist egal. Ich speichere jetzt nicht mehr. Erstmal, ja, also Zwischenspeicherung ist jetzt erstmal untersagt quasi, bis ich... Weil ich habe jetzt keinen Bock hier den ganzen Weg nochmal zurückzulaufen, ey. Absolut richtig. Jetzt checke ich hier alles haarklein ab. Ja. Bleibt uns ja auch nicht anders übrig.
Bowser spielt jetzt noch schneller irgendwo eine Map, ja. Ich habe hier auch einiges gefunden, aber alles von den anderen Gebieten irgendwie. Warte, ich guck ja schon, wo jetzt quasi. Oh, was ist denn jetzt hier los? Ich bin gleich wieder da. Und zwar. So, und zwar, Leute, ich bin jetzt wieder da. Oh, anstrengend, ja, echt ohne Scheiß. Das war einmal Fail. So wie der ganze Party eigentlich schon Fail ist. Wir rennen jetzt seit 20 Minuten im Kreis, weißt du das? So, bitte. Kann okay, erzähl mal. Und zwar, naja, ich gucke. Ich mache jetzt mal das Spiel leiser, damit man dich ein bisschen besser noch versteht. Mixe. Nein, Mixe. Ich gehe erstmal auf 1. So, da sind wir da lang gelaufen. Plus doof, dass hier nichts eingezeichnet ist. Da oben ist X. Ach cool, die haben sogar GX, wo nichts drin ist. Kann man so irgendwie größer machen? Oder schick mir mal den Link. Dann kann ich den hier einblenden. Dann können wir uns da mal zusammen reingucken. Achso. Okay. Ja, stimmt, kann, können wir auch machen. Warte, hier. Snow Cave heißt das ganze Teil. Den Link schicke ich dir mal hier bei Skype. Ja, bitte. Skype. So, hier. So, wir können alle mal reingucken hier, ne? Und mal klötzeln. Und die ersten. Zack. Sind's quasi. Aber frag mich, wo hier der Typ sein soll. Da ist leider nicht eingezeichnet. Aber vielleicht stellt er hier irgendwas auf, wo er sagt, hey, da war ich nicht. Story. Und wo ist jetzt hier? Da ist der Cave. Weiter runter. Was sind denn das hier für hässliche Spacko-Meldung hier auf der Seite, ey, ohne Scheiß. So. Ja, ja, egal, weiter runter, weiter runter. So, warte mal, ich muss jetzt hier vergleichen, wo wir sind. Da geht's dann dahinter und da im Kreis, okay. Jetzt weiß ich auch nicht, welchen Gang wir noch nicht hatten. Hier, Snow Caves, Third Floor. Da sind wir jetzt gerade. Da stehen wir rum. Und zwar dort an der Tür in der Mitte. Third Place. Ach ja, Third, ja, genau. Ja, und dann kommen wir quasi hoch und runter geht's halt immer, ne? Und warst du schon bei der Langtreppe da hier? Beim First Floor? Nein. Da gehen wir mal hin. Meinst du, dass wir weiter nach oben müssen? Probieren, ne? Okay, Third Floor heißt, warte. Second und First. Ja, warte mal, First ist doch ganz unten, oder? First ist der erste. Also ganz unten sozusagen. Nee, ist der oberste. Ja. Nee. Ach, scheißegal, hier geht's dahin. Wir müssen jetzt dahin. So. Warte mal, welche von den vielen Karten ist denn da jetzt die, wo wir hinwollen? Na, zu First Floor. Warum wollen wir zu First? Weil wir raus wollen. Richtig. Also wir müssen zum Third nach Second to First. Mhm. So. Ja. Gut, also wir sind jetzt. Da stehen wir jetzt. Gehen jetzt wieder da runter. In die mittlere Tür, ne? Mhm. Dann gehen wir da runter. Mhm. Alter, was ist denn jetzt hier los? Farbschimmer geändert? Willst du mich verkoten hier? Egal, komm weiter. Nee, geht nicht weiter. Weil ist genau verkehrt rumgelaufen wahrscheinlich. Aber okay, wir laufen jetzt mal, wir gehen jetzt mal da lang, wo ich gerade gesagt habe, wo wir jetzt lang gehen. Mhm. Und töten unterwegs noch 500 Gegner oder so wahrscheinlich. So, jetzt sind wir im Second Floor angeblich. Ja? Schauen wir nochmal, ob das so stimmt. Second Floor. Da ist eine Tür, da ist ein Treppchen, okay. Ja. Und dann gehen wir jetzt einmal im Kringel nach unten. So, oh! Ich töte euch! Aber diesmal richtig. Oh, 98 hat er endlich nur noch. Was, echt? Mhm. Oh Mann, ey, so ein Spacken. Wir haben bald keine Magie mehr. Oh mein Gott. Tja, ich sag mal, wo du lang gehen kannst. Wo bist du denn jetzt? Ach, du bist so. So. Da unten? Boah, okay, so ein Zombie. Sogar eine Tür oder was? So, jetzt zack, jetzt sind wir da durch. So, jetzt gucken wir nochmal in unsere Karte. Jetzt müssten wir, da unten sind wir. Jetzt gehen wir nach einmal geradeaus, ja? Oh. Warum habe ich das vorher nicht so gemacht? Keine Ahnung. Weil du gesagt hast, durch die Tür im Osten.
Da hinten ist die Tür, jetzt unten die Tür, die da zu sehen ist. Das ist die Tür nach dem Schild. Ah. Und was ist die Tür da unten, bis wir hergekommen sind? Ja, oder? Da sind wir nach der Schildkröte hergekommen. Also vor ungefähr 20 Minuten. Ach du Scheiße, ja genau. Und dann da hoch und dann kommen wir direkt zurück. Oh nee. So okay, Leute, wir sehen uns im nächsten Part, wie es weitergeht. Macht's gut, bis dahin und tschaußen. Nee. Bist du schon dort? Nee, noch nicht. Geh erstmal die Treppe runter. Oh nein, das sehen wir dann noch im nächsten Part. Guck mal, das ist schon der Gegner. Das ist doch schon der Gegner, ich sehe ihn doch. Ach so, okay, na dann. Macht's gut, bis dahin und tschaußen. Okay, na gut, bis dahin und tschaußen. Fuck, ey.